Ein echter Paukenschlag bei Mercedes-Benz. Der ehemalige Formel-1-Pilot Vitali Petrov bekommt in der kommenden Saison ein Cockpit in der DTM. Damit war der Russe nicht nur der erste Rennfahrer seines Landes in der Königsklasse, sondern ist auch der erste russische DTM-Fahrer. Nach Paul Di Resta ein weiterer großer Name bei den Stuttgartern. 120 Jahre in Motorsport. 120 Jahre Motorsportgeschichte, ich denke, das sagt alles. Mercedes ist in der DTM, im GT-Sport und in der Formel 1 vertreten. Die Mercedes-Familie kann man nicht einfach mit ein, zwei Worten beschreiben. Ich bin stolz, jetzt ein Teil davon zu sein und hoffe, dass wir eine große Zukunft zusammen haben. Petrov absolvierte bereits im Januar einen Test im portugiesischen Portimão und hatte dort die Möglichkeit, sein DTM Mercedes AMG C-Coupé kennenzulernen. Es ist gar nicht so einfach, auf Anhieb das richtige Setup zu finden und wirklich schnelle Rundenzeiten zu fahren. Ich hoffe, wir kriegen das bei den nächsten Tests in den Griff, sodass wir beim Saisonstart konkurrenzfähig sind und dann auch gute Ergebnisse erzielen können. Vitali Petrov ist bereit für seine neue Herausforderung. Nach 57 Formel-1-Rennen wartet jetzt die DTM.